We're just moving from the UK to Vienna in Austria. Oh, sorry, ich kann ja Deutsch sprechen jetzt. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Dylan. Wir gehen jetzt rüber nach Wien, nach Österreich und haben dort den Professor Dr. Ernest Grohmann am Mikrofon. Ja, da ist er schon. Wunderbar. Und er wird uns jetzt ein bisschen was erzählen über die betriebliche Gesundheitsförderung und zwar zu seinem Programm der Rauchentwöhnung. Ja, sehr schönen Tag erstmal, Herr Grohmann. Schön, dass Sie dabei sind und wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Schönen guten Tag, Herr Professor, und danke für die Einladung. Ich war doch überrascht, dass das Thema jemanden interessiert, was wir da machen. Wir haben es schon lange nicht mehr hergezeigt und ich habe eigentlich alte Bilder herausgesucht. Das soll man nicht so sagen. Die alten Bilder haben aber wirklich Aktualität nun und ich hoffe, ich kann sie auch ein bisschen unterhalten, weil wir Österreicher haben ja Unterhaltungswert in Deutschland. Sie wissen, das ist die gemeinsame Sprache. Nein, ich muss das wirklich sagen, in der Wissenschaft ist es ein Problem. Im Tourismus hilft es uns, ja. Aber in der Wissenschaft sagt, ja, da bist du, hat jetzt wieder gesprochen. Und ja, andererseits, und dann ist meine Historienstunde zu Ende. Sie müssen sich vorstellen, wir hatten in der österreichischen Monarchie 11 offizielle Sprachen in der österreichischen Armee. Insofern waren wir schon sehr erfolgreich, muss man sagen. Oh ja. Da gibt es den alten Witz, wo ist er denn, die Fahne? Sagt der andere, den wen denn? Die Regimentsfahne, sagt der zweite darauf, nein, den Bratfahne. Okay. Gut, okay, ich hab's versucht. Gut, fangen wir an. Ich gehe auf Share, ich hoffe, Sie sehen das. Ist es ein Vollbild noch nicht, oder? Nein, noch kein Vollbild. Okay, wunderbar. Jetzt ist es Vollbild. Ja, also nochmal danke für die Einladung und die Möglichkeit. Und wir haben ja auch schon in der Vergangenheit zusammen gearbeitet und vielleicht manche deutsche Kollegen wie der Dr. Rüther können sich an mich erinnern. Hoffe ich zumindest. Ja, na beginnen wir. Ja, also wir haben eigentlich eine lange Historie in der Geschichte der Tabakabhängigkeit, auch der Forschung im Bereich Zigaretten, auch der Terexposition, das kann man alles nachlesen. Früher auch arbeiten gemeinsam mit dem National Cancer Institute in den Vereinigten Staaten. Wir haben auch lange Zeit in Österreich jeden zweiten Lungenkrebspatienten befragt. Ich habe das als Student gemacht, was eigentlich das Interessanteste dabei war. Ich hätte immer geglaubt, jemand ist irritiert, wenn da jemand dann zu ihm kommt. Aber die Leute waren oft sehr froh, dass jemand da war und mit ihm geplaudert hat. Kollegen aus der Klinik können mir das sicher bestätigen. Ja, okay. Und wir sind auf folgende Meinungen getroffen. Jetzt nicht bei den Lungenkrebs, sondern bei der Allgemeinbevölkerung. Wir haben gesagt, wir wollen Programme für Raucher, um eine individuelle Unterstützung anzubieten, wenn man das Rauchen beenden möchte, jetzt gar nicht, um die Prävalenz zu senken. Das ist etwas anderes. Da braucht man mehr Maßnahmen, aber Programme gehören sicher auch dazu. Ja, Kolleginnen und Verwaltung aus 1987, Gesundheitsprogramme oder meinetwegen Raucherentwöhnungsprogramme braucht man nicht, weil da kommt eh niemand. Das eh können uns vielleicht weg, aber es kommt niemand. Ne? Schwer, wenn man es nicht versucht hat, kann man das schwer entkräften, ja. Und was natürlich richtig ist an dieser Behauptung ist, Raucher kommen nicht, wenn man einfach was aufsperrt. Sie müssen das Ganze bewerben und entsprechend positionieren. Wir haben immer gesagt, auf der Unfallchirurgie kommen die Leute spätestens 2 Tage nach dem Unterschenkelbruch, nachdem da, haben wir mal gehabt, Rasenmäherunfall ist drüber geflogen. Am zweiten Tag war sein Bein so angeschwollen, dass er doch gekommen ist. Bei den Rauchern ist das anders, da müssen sie Werbung machen. Das nächste in der Bevölkerung bis heute, wozu Programme, die Raucher sollen so aufhören oder die Raucherinnen, da kann man auch dazu sagen, ja, natürlich und wenn es klappt, gut, aber es schafft eben nicht jeder und es hängt natürlich schon von den entsprechenden Abhängigkeitsscores ab, wie erfolgreich jemand ist. Was wir auch bis heute hören, international von den meisten Wissenschaftlern, die sich auch als Aktivisten bezeichnen. Wahrscheinlich, manchmal denke ich noch nie mit einem Raucher oder einer Raucherin,
gesprochen haben. Die meisten Raucherinnen hören von alleine auf. Das, wenn man die Statistiken anschaut, kann man das natürlich bestätigen. Aber die Frage ist, welche Raucher oder Raucherin? Raucher oder Raucherin ist ja nicht gleich Raucher oder Raucherin. Ja? Was meine ich damit? Sie haben Leute, die rauchen 10 Zigaretten am Tag. Unser Rekordraucher hat 120 am Tag geraucht. Das ist etwas ganz was anderes. Ja? Der hört von alleine, außer wenn irgendein Event passiert, sicher nicht auf. Ja? Also uns ging es immer auch, und da wurden wir auch kritisiert, um die hochabhängigen Raucher, die eine hohe Exposition haben und auch ein sehr hohes Lungenkrebsrisiko. Das haben wir damals aus diesen Studien auch herauslesen können. Ja, Sie werden fragen, warum das Gürteltier, das ist wie das Murmeltier, das sind Sachen, die jeden Tag wiederkommen. Und ich sage mir, irgendwann, wenn ich vielleicht einmal im höheren Alter eskaliere, ist es mildernd, wenn Sie mir bestätigen, dass manche Dinge schwer zu ertragen sind. Ja, machen wir weiter. Hören Sie mich hier alle. Gut, wir haben begonnen mit lokalen Projekten in Wien, die zum Teil minder finanziert waren, muss man sagen. Und Sie werden sehen, die betriebliche Gesundheitsförderung ist zum Teil deckungsgleich mit dem, was wir sonst gemacht haben, auf Populationslevel. Eigentlich ist es dasselbe System, aber hier Vorprojekte, das ist ungefähr im Jahr 1999, da haben wir das Projekt Ananas, weil es in einem Hotel stattgefunden hat, das so geheißen hat. Hier haben wir Großgruppen Informationsveranstaltungen gemacht für Raucher bis 120 Teilnehmerinnen. Und wissen Sie, das Schönste ist, wenn Sie einer der Ersten sind, die das tun, weil Ihnen dann niemand reinredet. Weil sonst, wir alle kennen das, der Sir Karl Popper hat ja gesprochen vom intellektuellen Brunnenvergifter. Sie sagen etwas und er sagt, ja, aber. Und dann kommen 10 Gegenargumente. Also wenn Sie wollen, wir haben auch die richtige, ich glaube, bei Shakespeare steht es, die richtige Sternkonstellation erwischt. Das werde ich dann noch kommen. Also einerseits ein unterstützender Leiter des Gesamten. Wenn Sie wollen, ich als Überzeugungstäter und eine Dame in der Organisation, die sehr fix war und mich Gott sei Dank auch zumindest nicht gehasst hat, sagen wir so, ja. Sonst wird es auch schwierig. Nein, wir haben uns, bis heute verstehen wir uns sehr gut. Ja, also das war das eine, Informationsveranstaltungen für große Gruppen. Und wir haben da eben Erfahrungen gesammelt. Die Menschen mussten sich damals, weil eine andere Zeit, per Post anmelden. Die haben Briefe geschrieben, weil wir Motivierte haben wollten. Das ist auch dann kritisiert worden. Es war nicht niederschwellig. Wir hatten hunderte Anmeldungen und haben die dann also in monatlichen Treffen abgearbeitet. Und die Erfolge waren für die investierte Zeit eigentlich sehr gut. Wir haben was anderes auch gemacht mit einem großen Versicherungsträger. Das sehen Sie rechts hier. Ich weiß nicht, ob man meine Maus erkennen kann. Das Projekt Josefhof, das gibt es bis heute, wobei wir nicht mehr so intensiv beteiligt sind. Ein 3 Wochen stationäres Entwöhnungsprogramm für Raucherinnen, die bereits an zigarettenassoziierten Erkrankungen leiden. Das heißt, sie haben gesagt, naja, wenn der schon eine COPD hat oder chronische Bronchitis oder eine PAVK, also für die Nichtmediziner ist das eine Verschlusskrankheit der Arterien in den Beinen, die auch mit dem Rauchen zusammenhängt, dann wäre das eine Indikation für einen Aufenthalt. Wir haben auch immer versucht, diese Indikation relativ breit zu halten, weil man natürlich in der Kritik sagen könnte, muss jemand erst krank werden, dass er dahin fahren darf. Und wir haben aber als Mindestbedingung gemacht, Fagoströmtestwert 4 und haben das Ganze auch Kohlenmonoxid validiert, also ob das stimmt. Also wir wollten nicht Menschen, die da ihren Urlaub verbringen. Die Erfolge sind bis heute also sehr gut. Und nun komme ich schon zu den Betriebsprogrammen. Hier 2 Bilder. Es wurden dann 2 große Firmen. Ich glaube, die Generali-Versicherung hat ihren Ursprung in Triest, mich aber jetzt bitte nicht beim Wort nehmen. Da hat sich der Betriebsarzt erkundigt, ob wir nicht doch in die Firma kommen könnten.
Und wir haben da ein 5-Wochen-Programm durchgeführt. Dann, nein, ich glaube, damals waren es sogar, Entschuldigung, pardon, jetzt bin ich angekommen. Es war dann ein 8-Wochen-Programm sogar noch. Da haben wir haben Unterschiedliches auch ausprobieren können, weil es neu war. Das wäre heute alles viel komplizierter. Und eins muss ich schon sagen, das war für mich im Empfinden meine Vornehme. Versicherung, ich habe nie so gut gegessen mehr wie dort zu Mittag. Es gab so eine breite Auswahl an Speisen. Das war wirklich wunderbar. Hier drüben, das zweite, ich glaube, es ist, also zeitweise ist es der größte österreichische Betrieb, je nachdem wie die Börsenkurse sind, die OMV. Das ist unser Ölkonzern. Hier sehen Sie die Raffinerie in Schwechat. Es gibt auch eine zweite, zumindest damals gab es eine zweite, da waren wir auch in Burghausen. Das ist an der, also in Deutschland drüben, da sind wir rübergefahren. Und ich kann mich noch erinnern, heute würden wir es verstehen, damals, also der Schranken ging auf und normalerweise müssen, wenn 4 Leute im Auto sitzen, müssen 3 aussteigen und einer darf das Auto hineinfahren. Wir sind zu viert durchgefahren und die Werkspolizei hinter uns nach. Wir haben das an unterschiedlichen Lokalisationen durchgeführt und es war wirklich sehr erfolgreich und die Leute waren auch sehr erfreut, dass wir da waren. Und das war sozusagen auch die Basis, weil die Betriebsärzte, zumindest in Österreich, stehen miteinander doch über Veranstaltungen in Verbindung. Ja. Das heißt, die haben dann gehört, ja, da gibt es ein Betriebsprogramm und die logische Konsequenz ist, ich mache dann auch eines. Ich erspare Ihnen jetzt die ganzen Logos von den Firmen, wo wir waren. Wir waren auch bei der Polizei Wien. Wir waren auch sogar bei der Korruptionsbekämpfung, die erstaunlich freundliche Leute waren. Aber man hat mir erklärt, man interviewt da ja eher gut situierte Persönlichkeiten. Und wenn man da sich nicht entsprechend verhält, hat man gleich 5 Anwaltsbriefe. Also wir haben auch ein bisschen so vom österreichischen Umfeld mitgekriegt mit den Betrieben. Machen wir weiter. Dann kam die NÖGKK dazu. Das war damals ein großer öffentlicher Krankenversicherer. Heißt heute anders. Heute ist es Teil der ÖGK. Man hat sozusagen zusammengelegt. Und die wollten wissen, und noch einmal, jetzt sind wir wieder bei der Konstellation der Sterne. Erstens ist es der Einzige, es kommen dahin, aber ich kann mich noch erinnern, es war ein heißer Tag. Ich wollte eigentlich nicht. Zentrale in St. Pölten, ich bin in den Zug gestiegen, in den falschen, in den Bummelzug. Heute sind Sie mit dem Schnellzug in, glaube ich, 25 Minuten in St. Pölten. Das ist die Hauptstadt von Niederösterreich. Das ist ein österreichisches Bundesland, zeige ich Ihnen gleich. Bin da eben rausgefahren, bin dort komplett verschwitzt angekommen. Man hat mir gesagt, was will ich da eigentlich? Es war dann irgendwie konfliktbeladen, das Gespräch, aber der Generaldirektor dieser Versicherung wurde auf mich aufmerksam und hat sich gesagt, dann schau das sich jetzt einmal an selbst. Ja. Und wir haben damit die erste Infoveranstaltung und Betreuungsprogramm erhalten. Das war eigentlich das Schwierigste. Und da kamen dann 70 Leute. Weil man hat ja gesagt, Sie können sich erinnern am Anfang, es wird keiner kommen. Ne? Und wir konnten das widerlegen. Und haben dann das Projekt mit Pilotprojekten und Betreiben von fixen Ambulanzen in 4 niederösterreichischen Städten einmal wöchentlich durchgeführt. Ich zeige Ihnen hier die Karte. Moment, falsch gedrückt. Jetzt geht das nicht, okay. Aber hier, das ist so eine Karte, die zeigt, wo die Leute herkommen. Sie sehen 2002 bis 2004, wir sind schon fortgeschritten in der Zeit. Sie sehen ungefähr Distanz hier. 120 Kilometer, da geht auch die Autobahn, nicht? Das geht gut. Das da oben ist schwierig für die Interessierten, vielleicht auch wieder aktuell. Da oben irgendwo ist auch Almsteig, das ist der größte Truppenübungsplatz in Europa. Damals, in einer nicht so guten Zeit gegründet. Ja, wir hatten sozusagen hier dann die Idee, die Karte komplett einzufärben und die Krankenkasse hat uns hier, die NÖGKK hat uns dabei auch unterstützt. Und es war in Kombination normalerweise, außer jetzt in den Ambulanzen, aber sonst, wir sind in einen Ort gefahren, haben dort eine Infoveranstaltung beworben, medial und lokal. Das geht am Land, wenn Sie es wollen, sogar besser als in der Stadt, weil Sie nicht mit anderen Anbietern konkurrieren, wie Handyanbieter, die Ihnen alles zuplakatieren. Also wenn Sie wohin fahren, wo nicht so viel los ist, kommt die Botschaft viel besser durch.
und haben gesagt, ja, wir wollen Sie informieren, wir wollen Sie jetzt nicht therapieren und wir wollen Ihnen vorstellen, was wir können und Sie können sich anmelden und das zeige ich Ihnen jetzt schnell. Das war nur so eine Zwischenprognose. Wir sind irgendwo bei 6.000 betreuten Patienten jetzt. Wie schauen die aus? Im Durchschnitt 46 Jahre. In den Firmen sind sie ein bisschen jünger. Männer, Frauen ungefähr gleich. Auch das kann sich in Firmen unterscheiden. Wenn sie einen technischen Betrieb haben, der primär männlich dominiert ist, dann haben sie natürlich mehr Männer als Frauen. Das ist immer gleich ungefähr. Also die meisten sagen, wenn sie das erste Mal bei uns sind, dass sie ganz aufhören wollen. Aber vielleicht fühlen sie sich auch verpflichtet dazu. Ja, das ist ja vielleicht, wenn ich das erste Mal bin, nicht so einfach zu sagen, ja, eigentlich möchte ich nur weniger rauchen. 4,1% wissen nicht, was sie wollen. Fagerström-Test im Durchschnitt 5,22 für die, die den nicht kennen. Also Werte 0 bis 10. Ab 4 beginnt die Abhängigkeit. Vorher ist eigentlich relativ wenig. Sie wissen ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute aus dem psychologischen oder psychiatrischen Fachgebiet hier sind. Sie können ja auch eine Substanz konsumieren, ohne davon abhängig zu sein. Einfach um die Stimmung zu beeinflussen oder zu verändern. Motivation der Leute war Gesundheit, Geld und Familie. Das bleibt eigentlich gleich, wobei Geld sich nach oben verschiebt mit den Teuerungen bei den Zigaretten. Das möchte ich auch sagen. Noch einmal, wenn Sie das nicht bewerben, kommt niemand. Und eine Infoveranstaltung ist, wenn Sie das wirklich versuchen wollen, einmal ganz wichtig, weil Sie dann als Anbieter ein Event haben, das Sie mal abrechnen können und es den sozusagen Kooperationspartner auch dazu treibt, das zu bewerben, dass da jemand kommt. Sonst kann es Ihnen unter Umständen nicht hier in diesem Fall, also ist das nie passiert oder passieren, dass Institutionen beginnen, halt unter Anführungszeichen Zeilen zu produzieren. Es wird eine Veranstaltung halt angekündigt, nicht beworben, es kommt keiner, dann muss man noch argumentieren, wieso war keiner da. Also die Infoveranstaltung ist eigentlich ganz wichtig, wenn Sie hier, ich war auch immer für das Ökonomische zuständig, wenn Sie auch hier einen entsprechenden Basisbetrag lukrieren können, weil sonst sind sie dann irgendwo 100 Kilometer in unserem Fall von Wien. Es kommen zwei Leute und sie haben drei Mitarbeiter mit oder mehr, die sie bezahlen müssen und bleiben auf der Strecke eigentlich. Ja, also man lernt mit der Zeit dazu. Ja, wie entstehen die Kontakte zur Firma? Das eine habe ich eh schon gesagt, über die zugehörige Krankenversicherung. In dem Fall war es so, dass die Krankenversicherung, die es uns zuerst für die Bevölkerung anbieten ließ, draufgekommen ist, wir haben ja auch Betriebsprogramme und dann das hier in die betriebliche Gesundheitsförderung bei Ihnen eingebaut hat, über den betriebsärztlichen Dienst, also wir haben vielleicht ein bisschen das Vorteil, dass wir Mediziner sind und Psychologen, das heißt, dass hier der Kontakt ganz gut ist, über die Personalvertretung, also die Gewerkschaft möchte natürlich auch immer etwas für ihre Mitarbeiter tun und das ist der schönste Punkt, der Chef will es. Es ist nämlich so, wenn Sie von oben nach unten gehen, jetzt nicht die Betreuung der Versicherten, der Patienten oder der Teilnehmer wird besser, aber die Betreuung der Betreuerinnen, also von uns, wird desto besser, desto weiter unten Sie hinkommen. Ja? Wenn es der Chef will, dann haben Sie die besten Räume, Sie haben jemand abgestellt, der sich um Sie kümmert. Sie bekommen Kaffee, Kuchen. Wir bieten das über 5 Termine, da gibt es alles, es kommt in der Zeitung der Firma. Wenn es über die Krankenversicherung kommt, sind wir auch schon mal im Masseurskammer gesessen, ja. Und einmal, das zeige ich manchmal ganz gerne, in einem Container ja, außerhalb. War aber eine Mülldeponie und die hatten einen Gesundheitscontainer. Ja, da war es heiß, hat es 40 Grad drinnen gehabt. Aber die Leute dort waren auch wirklich die Dankbarsten, die ich... Nicht die Dankbarsten, aber sehr dankbar im Vergleich, was ich sonst getroffen habe. Die waren froh, dass jemand da war und sich um sie gekümmert hat. Gut, was passiert bei einer Infoveranstaltung? Wir machen eine Kohlenmonoxidmessung, wir machen einen Fagerström-Test, es gibt einen Expertenvortrag und am Ende, und das ist ganz wichtig, wenn Sie so etwas machen wollen, Sie müssen, also wenn Sie es ernst meinen, die Leute müssen sich am Ende anmelden und einen Termin bekommen. Wenn Sie das nicht tun,
Oder wenn Sie nur eine Anmeldung machen, dann können Sie sich hinterher telefonieren und die Leute überlegen. Es ist nein, der muss, wenn er sich für das Programm entscheidet, am Ende sich anstellen für einen Termin. Da kriegt er eine Uhrzeit, wann er da sein muss und eine Karte zur Erinnerung, wo das draufsteht. Und warum sage ich das? Das ist jetzt nicht hohe Wissenschaft, aber wir haben gesehen, bei all diesen Dingen, es scheitert an diesen Details, nicht an der Fachkenntnis der Kolleginnen und Kollegen. Sie sehen hier ein Bild. Die zwei Kollegen haben dann später Karriere im medizinischen System gemacht, sind beide Ärzte geworden. Ich glaube, ich muss unsere Kollegin, die organisiert, fragen, aber einer von den beiden ist irgendwo im hochspezialisierten chirurgischen Bereich. Also ich bin eigentlich sehr stolz auf alle unsere Mitarbeiter. Eigentlich ist aus allen etwas geworden. Aber eins möchte ich dazu sagen, leider nicht bei uns. Ich habe das auch einmal publiziert, weil bei uns die Karriereoptionen minimal sind. Und das ist natürlich auch ein Problem für das Themenfeld. Ja? Weil wenn die Leute nicht langfristig bleiben können, weil man ihnen keine Perspektiven bietet, dann wird die Qualität dieser Leistungen auch mittelfristig nicht steigern, also nicht zu steigern sein. Ja, hier, das hat meine Kollegin rausgesucht, die Frau Bernhardt, die Frau Amtsdirektor Bernhardt, Entschuldigung. Ja, hier sehen Sie einen Grohmann in jungen Jahren, in der Hybris ein bisschen mit 16 Mitarbeitern und alles funktioniert und hunderten Teilnehmern. Ich glaube, das Bild symbolisiert, kann man ruhig selbstkritisch sagen, symbolisiert das ein bisschen. Ich halte auch ganz gern Vorträge, ja. Sie sehen auch hier nur von hinten fotografiert, man soll ja keine Gesichter zeigen, nur damit Sie sehen, Sie können mich da hinten erkennen, dass wirklich da Leute kommen. Das wäre so eine Infoveranstaltung. Und hier, also noch einmal, ich gehe jetzt noch einmal zurück, ja. Hier die Kohlenmonoxidmessung und der Fagerström-Test vorher, weil das bei der Infoveranstaltung besprochen wird. Da geht es um die Entzugssymptomatik, die normalerweise abnimmt, wenn Sie das anschauen mit der Zeit. Und noch einmal Betreuung, weil es vorher angeklungen ist, über 5 Termine. Wir haben Unterschiedlichstes ausprobiert. Wir sind draufgekommen, was wir nicht in 5 Terminen im Wochenabstand erreichen wir, können wir nur schwer verbessern. Ja, aber das können wir nachher besprechen. Ja. Hier, und hier sehen Sie am Schluss die Anmeldung. Also hier 4 Kolleginnen. Das ist die Frau Bernhardt, ihn erkenne ich nicht von Ihnen. Das ist die Astrid Tröstl, die ist eine erfolgreiche Lehrerin geworden. Da sind wir wieder bei den intellektuellen Brunnenvergiften von Sir Karl Popper, ist mein Lieblingsthema. Ich habe damals Biologen unterrichtet und das möchte ich vielleicht wirklich jeden ersuchen. Und damals bin ich zu dem Professor gegangen und habe gefragt, ich sollte was über Gesundheit erzählen, was soll ich denn denen erzählen, was brauchen die in der Schule? Und er hat mir gesagt, es ist egal, die kriegen alle keine Arbeit. Ne? Und es stimmt überhaupt nicht, die sind gesucht heute. Ja? Also wirklich, das ist die größte Gemeinheit der Älteren, den Jüngeren, zu sagen, sie haben keine Chance. Ja? Also man sollte sich wirklich am Riemen reißen. Das ist manchmal in der eigenen Verstimmung nicht so passiert. Sensmoralische Geschichten gibt es halt auch. Ja, Betreuungsprogramm selbst, also jetzt war die Infoveranstaltung optimalerweise eine Woche danach, also zu viel Zeit sollte nicht vergehen. Ein fixer Tag, Vormittag, Nachmittag und bei vielen Anmeldungen auch mehrere Tage. Sie müssen natürlich mit dem Personal, mit den Mitarbeitern entsprechend disponieren können und es vorhalten. Das ist nicht immer ganz einfach. Aber mit 16 Leuten kann man eigentlich über ein ganzes Bundesland herfallen, wenn Sie so wollen. Ich sage das eher süffisant jetzt. Das Team, Ärztinnen, Psychologinnen, Organisationsassistentinnen, wir haben gesehen, wenn 2 Betreuer vor Ort sind, dann erhöht das Tempo unheimlich in dem Sinne, weil so wie auf einem Verschubbahnhof ist, wenn bei einem nichts weitergeht, läuft es beim anderen weiter. Wenn einer alleine ist und einmal eine Dreiviertelstunde hinten ist, die holt er nicht mehr auf. Bei 2 Betreuern ist das besser. Und mindestens eine Organisationsassistentin, die auch die CO-Messungen vorher macht und bestehen die Leute auch auf die Waage. Aber diese Inhalte können wir dann vielleicht auch nachher noch diskutieren. Ja, wie machen wir es eben? 5 Termine einmal wöchentlich und es ist eine Einzelberatung, 15 bis 45 Minuten. Manchmal wurde das kritisiert. Man kann natürlich auch eine Gruppe, wir können auch Gruppen machen. Die gehen aber erfahrungsgemäß auch nicht wesentlich schneller.
Und wir hatten doch festgestellt, leider ignoriert man das immer wieder, dass wir doch manchmal Leute auch mit psychischen Problemen haben, die wollen das nicht unbedingt in der Gruppe erörtern. Oder dass in einer Gruppe einer drinnen sitzt und stört und dann ist es schwierig, mit dem umzugehen. Sie können ihn aus der Gruppe entfernen. Das ist dann, macht eine sehr unangenehme Stimmung. Optimalerweise tut die Gruppe das selbst, ja. Bei 12 Leuten ist die Wahrscheinlichkeit nicht so klein bei dem Thema. Gut, was machen wir jetzt da? Termin 1 Krankengeschichte, weil wir Mediziner sind. Wir wollten wissen, ungefähr ein Drittel der Teilnehmerinnen hat schon was Tabak-assoziiertes, eine Erkrankung gehabt oder Zigaretten-assoziiert. Sie müssen sich insofern vorstellen, das ist gar nicht so wenig, weil wenn die im Durchschnitt 46 sind, ja, dann ist ein Drittel eigentlich schon ordentlich. Fahrgastrom, Desziomessung, Zigarettenzahl, Gewichtsverlauf, Befindlichkeit, frühere Entwöhnungsversuche, Analyse des Rauchverhaltens und Erklärung des Programms beim ersten Termin, weil die Leute wollen ja auch wissen, worum es geht. Auch da ist die Infoveranstaltung sehr gut. Es hat dann immer Tendenz gegeben, die einzusparen. Aber den Betreuenden erleichtert es die Arbeit ungeheim, wenn vorher den 120 auf einmal erklärt wurde, wie dieses Programm abläuft und man es nicht jeden Einzelnen erklären muss. Das ist natürlich dem, der es bezahlt, manchmal egal, wenn er glaubt, er kann bei der Infoveranstaltung was einsparen. Termin 2, also Zio-Messung, Zigarettenzahl, Gewichtsfall, Befindlichkeit. Wir versuchen, wenn der Betroffene es möchte, mit ihm ein Stoppdatum zu vereinbaren. Wir schauen, was er schon versucht hat. Damals waren das, gab es nur Nikotinersatzprodukte. Und wir versuchen ihn auch also ein bisschen zu motivieren, natürlich. Wobei wir sagen, es liegt an Ihnen. Sie müssen aufhören und Sie können das schaffen. Ja, das ist ganz wesentlich, dass man das rüberbringt, dass es in der Eigenverantwortung liegt. Weil manchmal, das kennt man aus dem Bereich, erhoffen sich, und es ist ja nachvollziehbar, die Leute, dass sie zu Ihnen kommen und Sie lösen dieses Problem. Und wir können Ihnen schon helfen, wir können Sie beraten, aber aufhören müssen Sie schon selbst. Ja. Gut, Termin 3 bis 5, Zio-Messung, Zigarettenzahl, Gewichtsverlauf, Befindlichkeit. Tipps zur Rückfallprophylaxe, Reduktion, je nachdem, also wo er hinkommt. Ja. Wenn er nicht ganz aufhören konnte, dann haben wir versucht, ihn wenigstens zu einem reduzierten Konsum zu bringen, was meistens auch funktioniert. Und eine Definitionsfrage, wie man hier die Grenzen zieht. Aber Reduktion hat mit, bis auf Ausnahmen fast jeder erreicht, der regelmäßig gekommen ist. Das muss man auch dazu sagen. Ja, und nun, das ist vielleicht das heute Interessante, aber nur, um Ihnen zu zeigen, dass hier, dass wir uns schon lange damit beschäftigen, mit dem Thema, was hat sich geändert. Sie wissen, es hat damals sicher auch Verfechter dieser Steinräder gegeben. Wir haben eh Räder, was brauchen wir andere? Aber, um hier zu sehen, wir haben natürlich die Präferenz der Konsumentinnen, das ist die Sachertorte, die ich so gern herzeige. Und die Frage ist, ja, die besteht, also wirklich gesund ist sie nicht. Wobei bei der Sachertorte ist es ein bisschen anders wie bei den Zigaretten. Weil wenn jemand gesund ist, normalgewichtig, die Werte hat, warum soll er keine Sachertorte essen? Vor dem Vortrag geht es dann vielleicht sogar besser, wenn man den Zuckerspiegel hebt. Ich habe jetzt keine gegessen, ja, mir wird der Zuckerspiegel abfallen vielleicht. Ja, aber Drittel Fett, Drittel noch einmal Zucker und Drittel Schokolade und dazu noch Schlagobers. Ja, die Frage ist, kann man etwas verändern? Und was wollen die Konsumentinnen? Wir primär natürlich Zigaretten rauchen. Und jetzt sind wir da, wo ich hin möchte heute. Und hier, ich habe schon Sorge gehabt, ich vergesse das bei meinem Vortrag noch einmal. Es gibt das Missverständnis, dass wir an Patientinnen diese Dinge austeilen. Das ist zurzeit nicht so. Es mag sein, dass das irgendwann einmal so kommt, aber im Prinzip, es sind keine medizinischen Hilfsmittel. Aber es ist umgekehrt. Die Patientinnen kommen zu uns und fragen uns und bringen diese Produkte mit. Zum Teil schon mit beträchtlichen Erfolgen und wollen Rat haben, wie sie weiter tun müssen. Und hier kann man nicht einfach sagen, nehmen wir an, jetzt wir haben ja auch oft den Mischkonsum, weil so manchmal kommt, wenn es ganz umgestellt haben, sind sie manchmal eh zufrieden, aber dann versuchen wir natürlich einmal dort, wo ein Erfolg besteht, weiterzuarbeiten und den Patienten oder die Patientin ganz auf dieses Produkt umzustellen. Ja? Weil zu sagen, nein, sie dürfen das alles nicht verwenden, aus der Erfahrung wissen wir, der Patient kommt ihnen nicht wieder.
das kann ich Ihnen versprechen. Und geht vielleicht weg und sagt, da waren lauter Verrückte, lauter Fanatiker. Die haben mich überhaupt nicht verstanden. Und wir müssen ja den Kontakt zu den Menschen behalten, ja, und aufrechterhalten. Hier haben Sie es noch einmal aufgeschlüsselt, eben die Kategorien E-Zigaretten. Wobei ich jetzt annehme, die Teilnehmer kennen das eh, alle Nikotinpouches und hier den Tabakerhitzer. Snus ist jetzt nicht dabei, weil der Vertrieb in Österreich untersagt ist, obwohl Einzelne verwenden das auch. Natürlich ist das Beste, das ist immer der Nachsatz, das sagen ja inzwischen sogar die Produzenten, wenn die Leute gar nichts konsumieren, das sagen wir natürlich auch. Aber wenn jemand schon alles versucht hat und auf ein weniger gefährliches Produkt umsteigen möchte, dann ist es wahrscheinlich, ich bin kein Ethiker, nicht sehr ethisch, ihm davon abzuraten, das muss man schon sagen. Und wenn dann Leute sagen, es gibt keine Langzeitstudien dazu, das ist ein Killerargument bei den meisten neuen Medikamenten. Bitte mich korrigieren, beschäftige mich dann nicht so sehr damit mehr, aber bei den meisten neuen Medikamenten gibt es auch keine Langzeitstudien. Das entsteht ja erst durch die Jahre. Und natürlich können wir nur das garantieren, was derzeit Stand der Wissenschaft ist. Aber das ist in der ganzen Medizin und wahrscheinlich in der Psychologie und anderswo auch so. Und wenn man auf was Neues draufkommt, ja, man versucht natürlich vorher, alle Eventualitäten auszuschließen. Da möchte ich noch ganz kurz drauf eingehen und dann bin ich eh schon fertig. Was wir uns noch wünschen, ist eine vernünftige Preispolitik. Ich möchte hier noch auf eine neue Studie von uns verweisen, die wir sehr schön mit Unterstützung der, ich weiß nicht, ob man den Link hier anklicken kann. Ich schicke Ihnen im Chat. Ich versuche es. Warten Sie mal. Moment. Das wäre nett. Hier ist er. Vielen Dank. Bitteschön. Und also kann man, ist kostenfrei downzuladen oder auch anzuschauen. Da hat uns die medizinische Universität Gott sei Dank unterstützt, weil man da eine Gebühr entrichten muss dafür. Aber es freut uns sehr, dass das verfügbar ist. Und gerade wenn es um die neuen Produkte geht, man muss sagen, sie sollten, das ist die Mindestanforderung, am Endmarkt für den Konsumenten nicht teurer sein als Zigaretten, weil das wäre desaströs, wenn ein weniger, ist der juristische Ausdruck, weniger schädliches Produkt teurer ist als das gefährlichere. Das wäre gesundheitspolitisch falsch. Gut wäre es, wenn es günstiger wäre und das auch kommuniziert würde, was natürlich wieder nicht möglich ist aufgrund der Gesetzgebung. Und da sind wir beim zweiten Punkt. Wir wünschen uns auch eine vernünftige Regulierung. Man muss schon sagen, und damit komme ich zum Schluss, wenn ich lese, ich kann es ja kaum glauben, dass in einzelnen Bundesländern, oder korrigieren Sie mich, ich habe nicht immer den Gesamtüberblick über Deutschland, man sagt, Nikotinpouches werden als Lebensmittel klassifiziert, in Lebensmittel darf kein Nikotin sein und deswegen verbieten wir jetzt die Pouches. Also das ist ein Schildbürgerstreich, ja, sondergleichen. Das ist wirklich bürokratischer Unfug, das muss man schon so sagen, und wo man die das veranlasst haben, auch zur Verantwortung ziehen sollte, ja. Weil gleichzeitig Zigaretten weiter zu verkaufen, das ist sicher das falsche Signal an die Bevölkerung und an alle Beteiligten. Und dann vielleicht noch stolz sein, wir haben es verboten, wir haben jetzt was gemacht. Gut, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und weiß nicht, wie viel Zeit wir noch für Fragen haben. Dankeschön. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Vielen Dank, Herr Dr. Grohmann. Würden Sie den Bildschirm wieder freigeben, bitte? Genau. Dann sehen. Ist er weg? Nein, aber jetzt geht es. Sehr schön. Ja, vielen Dank, Dr. Grohmann, für die Darstellung Ihrer betrieblichen Gesundheitsförderung mit dem Schwerpunkt Rauchentwöhnung. Das war ja fast wie eine Geschäftsidee, wie man sozusagen nochmal über die Betriebsärzte, die sich ja
auch in Deutschland kenne ich es, lange Zeit damit beschäftigt haben, aber dann so ein bisschen in so ein Schlummern verfallen sind, weil ja scheinbar alles schon bekannt war. Und man könnte jetzt im Grunde genommen, oder schon seit 10 Jahren, die neuen Erkenntnisse mit neuen Produkten, der neuen Formen der Nikotinaufnahme verbinden und tatsächlich nochmal neu an die Betriebsärzte herangehen. Eine Frage im Chat. Herr Dr. Grohmann, Sie erwähnten, dass durch Ihre betrieblichen Entwöhnungskurse ein gewisser Anteil an der Raucherin die Zahl der Zigaretten pro Tag reduzieren konnte. Wurde das als Erfolg bzw. Teilerfolg bewertet? Wie bewerten Sie in diesem Kontext den Dual Use, zum Beispiel von E-Zigaretten und Verbrennungszigaretten, wenn dadurch in einem ersten Schritt die Zahl der Zigaretten pro Tag sinkt? Ja, das ist eine Frage, die uns natürlich alle sehr beschäftigt. Und was wir aus der Betreuung wissen und auch gesehen haben, dass jede Veränderung etwas Positives ist. Das heißt, der Patient oder die Patientin hat ja auch ein Erfolgserlebnis, wenn es ihr gelingt, jetzt mit einer E-Zigarette die Zigarettenzahl zu reduzieren. Und wir haben zum Beispiel auch gesehen, dass Leute, wenn sie diese ersten Erfolgserlebnisse haben, früher haben wir das nur gesehen beim Reduzieren, da haben dann 20% ganz aufgehört. Ja, also ich finde, man sollte sich schon bestärken und halt schauen, dass man da weiterarbeitet. Und wenn wir unsere, hat man gesagt, unsere alten TER-Studien anschaut, dann war eine Reduktion der TER-Exposition ganz wesentlich, um das Lungenkrebsrisiko zu reduzieren. Natürlich bleibt immer der Disclaimer, am besten ist, man raucht gar nicht. Und ich stimme meinem Kollegen von vorher natürlich total zu, dass auch 5 Zigaretten nicht gesund sind. Aber was wir damals geforscht haben, also 50 Zigaretten sind schon wesentlich gefährlicher als 5 am Tag. Und Sie müssen ja überlegen, stellen Sie sich vor, dieser Herr ist abhängig. Ja? Nehmen wir jetzt einen Herrn, bitte, oder Dame, meinetwegen als Beispiel. Er schafft es auf 5 Zigaretten. Ich habe jetzt eine Anfrage, der Herr ist 89, ja, hat es geschafft, auf 5 Zigaretten am Tag zu reduzieren. 89 Jahre. Die raucht er zu Hause am Balkon und seine Frau sagt ihm, er soll ganz aufhören. Meine, die Anfrage war, was sagst du dazu? Und ich habe gesagt, naja, ich finde, eigentlich sollte sie ihn einmal loben, dass er auf diese 5 Zigaretten gekommen ist und vielleicht ab und zu mit ihm besprechen, ob er es nicht ganz lassen möchte. Abgesehen, ja, den zweiten Gedanken haben wir alle, die formuliere ich jetzt nicht aus. Also noch einmal, ja, Dual Use war auch noch die Frage. Also wir wünschen uns natürlich schon, dass die Leute komplett umsteigen. Aber wenn eine Reduktion möglich ist, ja, warum nicht? Und vielleicht, weil Sie es erwähnt haben, ja, Geschäftsidee, wir mussten uns leider immer selbstständig finanzieren. Heute hätten wir vielleicht von Start-up gesprochen, wir haben Spin-off gesagt. Es war, muss ich wirklich sagen, eine der glücklichsten Zeiten in meinem Leben, weil es so gut gelaufen ist. Und Sie müssen sich vorstellen, auch bei den Kolleginnen und Kollegen, 16 relativ junge Leute, also Sie haben nicht, ich bin heute sehr offen, manche Sachen erzähle ich noch nicht, das erst in den nächsten 10 Jahren. Aber manche kennen das ja aus dem Spital, wenn sie wo Chef waren. Und dort sitzt schon der entsprechende Kollege seit vielen, vielen Jahrzehnten. Kann mich erinnern, beide schon pensioniert, deswegen kann man es erzählen. Ich sage auch keinen Namen. Der zugehörige Oberarzt auf das Alter seines Chef angesprochen und hat gesagt, naja, und die Zigaretten kann ich Ihnen schon schicken. Das hatten wir natürlich nicht mit diesem jungen Team und wir haben Weihnachtsfeiern gemacht und es war positiv. Und was ich noch sagen möchte, was alles intellektuell diskutiert wird, die Situation schaut ganz anders aus, wenn da 120 Leute sind, die etwas wollen von ihnen, dann versucht wirklich jeder sein Bestes zu geben und ihnen irgendwie zu helfen. Und so diese querulatorischen Fragen hören dann auf, ja. Und sie arbeiten einfach und sie tun, was sie tun. Und sie versuchen, das möglichst gut zu tun. Gibt es eigentlich eine Erfolgsmessung nach dem Behandlungsprogramm, also nach diesen 5 Terminen? Es ist so, das ist auch hochinteressant eigentlich, gerade bei diesem Thema. Ich glaube, es gibt kein oder wie nur wenige Programme, die so evaluiert wurden wie unsere, ja, weil die Kritik immer
vorhanden, ja, das bringt nichts. Also ich kann mich erinnern, ich saß einmal in einer dieser Ambulanzen in den Städten und das Programm hat eigentlich die Reinigungsdame beendet, weil die war für das Absperren zuständig und die wollte nach Hause gehen. Ja, das ist leider, da sind wir wieder bei dem, was wir uns Theoretiker ausdenken und wie es dann praktisch wirklich ist. Und die stand dann vor meinem T-Shirt aufgekehrt, ja, um zu demonstrieren, jetzt beeil dich, mach endlich Schluss, und mir angeschaut und hat gesagt, Herr Professor, glauben Sie, bringt es euch wirklich was? Ne? Bringt das wirklich etwas? Und ja, ich habe es ihr dann erklärt und wir haben zuerst selbst evaluiert. Dann hat man es, ohne es uns zu sagen, das habe ich damals, das war so ein erster Knick in meinem positiven Denken, noch einmal nachevaluiert. Es ist natürlich genau das Gleiche rausgekommen bei den Ergebnissen. Und wir haben wirklich, also auch im Suchtbereich, also für den Suchtbereich, exzeptionelle Ergebnisse gehabt. Es mag aber auch an der Infoveranstaltung liegen, weil sie natürlich doch die 10%, die nicht so wirklich wollen, ja, die hören sich das halt an und gehen dann nach Hause. Und wenn sie so wollen, auch da wurde ich schon kritisiert, ich habe gesagt, da verschwendet man seine Zeit nicht mit denen, wenn der eh nicht will. Dann habe ich, und wir haben es manchmal bei der betrieblichen Gesundheitsförderung, da haben wir, es liegt manchmal an den Abrechnungsmodellen, da haben wir gesagt, Mindestteilnehmerzahl 15 Personen, ne? Wenn wir jetzt 14 haben, dann wird es übernommen. Schickt der Chef der Firma noch einen dazu, in der sich am wenigsten wehren kann und der nicht aufhören will. Aber einer von 14 ist schon ein ordentlicher Prozentsatz. Ne? Ja. Okay. Also wir haben wirklich, es ist sicher 5-mal evaluiert in alle Richtungen. Die Daten gibt es, ich kenne sie jetzt nicht auswendig, aber wir haben es auch publiziert. Wir haben wirklich sehr gute, also weit Langzeit bis zu 50% Abstinenz. Mhm. Man muss natürlich sagen, wir sind bei manchen Programmen sogar auf 80% Abstinenz hinaufgekommen. Allerdings beginnt es natürlich dann noch mit 5 Wochen in die Betreuung abzubröckeln, ja. Mhm. Und wir haben immer gehofft, dass es sich also dann halt entsprechend stabilisiert. Aber wir waren in manchen Fällen sogar nach einem Jahr über 50%. Und das ist sehr schön. Ich meine, da kommt man ja sonst kaum hin, ne? Okay. Eigentlich würde der Psychiater ja sagen, das ist ein Minimalprogramm. Gut. Ja, vielen Dank, Herr Grohmann. Und auch, dass Sie sozusagen jede Veränderung bei Ihren Teilnehmerinnen wertschätzen. Und das ist, glaube ich, auch das Neue an Suchtmedizin, dass wir eben jede Veränderung tatsächlich positiv bedenken als Erfolgserlebnisse und auch selbst bei erneutem Konsum nicht von Versagen sprechen. Das hat ja auch Herr Dr. Schröers am Anfang schon mal benannt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir Selbstwirksamkeitserfahrungen schaffen. Vielen Dank dafür. Jetzt gehen wir in die Mittagspause. Herr Grohmann hat schon die Sachertorte angesprochen. Soweit ist es noch nicht. Schlagoberst, eine kleine Übersetzung, ist nochmal das Sahnehäubchen. Das kommt dann heute Nachmittag und zwar mit weiteren Vorträgen von Professor Dr. Bernd Meyer und von Konstantinos Pasalinos zu Aromen. Und dann gibt es weitere Vorträge von Dr. Verse und von der BVRA. Und bitte bleiben Sie dran oder schalten Sie sich um 14:45 wieder dazu. Dann gehen wir nochmal in einen spannenden Nachmittag. Alles Gute und guten Appetit Ihnen. Dankeschön. Danke auch fürs Zuhören und die Einladung. Bitte.